einen schönen guten Morgen. Heute ist Schlabberhosen-Donnerstag und ich bin gerade noch alleine im Office, beziehungsweise der Chef ist nebendran. Und ich habe mir gedacht, der Chef, der war doch früher so der richtige Photoshop-Guru. Jetzt bin es natürlich ich. Aber ich dachte mir, hey, der hat bestimmt auch noch so den einen oder anderen Tipp auf Lager. Und deswegen werde ich den jetzt einfach mal überraschen und werde ihn mal für euch was vorbereiten lassen. Pass auf. Guten Morgen. Good morning. Kelvin. Wochenvideo. Nein, diesmal kein Wochenvideo. Und zwar dachte ich mir, für meine Leute da draußen, du hast doch nicht nur Photoshop Ultra drauf gehabt, sondern du hast es ja immer noch drauf. Schleim in deinem Chef. Also, man verlernt das eine oder andere, aber vieles bleibt noch bestehen, ja. Was hältst du davon, wenn ich in 10 Minuten wieder da bin und du für meine ganzen Leute da draußen mal deine drei allerbesten Techniken, also was heißt allerbesten Techniken, die krassesten Effekte in kürzester Zeit raushaust, die jeder Anfänger da draußen nachmachen kann. Die müssen für jeden was sein und die müssen ein krasser Effekt sein. Drei Stück. Drei Photoshop-Techniken, die mega einfach sind und jeder machen kann, aber eine verdammt große Wirkung haben. So schaut's aus. Auftrag erkannt. You ich brauche dafür keine 10 Minuten. Oh. Fünf lang. Fünf? Okay. Ich brauche nur ein gutes Bild. Das suche ich jetzt. Alright. 5 Minuten bin ich wieder da. So, da sind wir wieder. Danny, guten Morgen. Guten Morgen. Du musst raus. Chef. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Einmal einstellen hier. Warum ist die Kamera so blau? Das ist der Weißabgleich. Macht's okay. Cooler. Warte mal, ich nehme das erste Mal. Das bin ja ich. Ja, genau. Ich habe. Warte mal, ich wechsle mal auf meinen Bildschirm hier. Moment. Jetzt sind wir hier auf meinem Bildschirm. Das ist der Christoph. Christoph, kannst du dich eigentlich noch erinnern, wo das war und wie das war? Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Das ist ein Schockmoment in meinem Leben. Das Wasser war eiskalt. Runter jetzt. 3, Mann. 2. Stell dir das an, jawohl, jetzt sieht es geil aus. Ja, ja, das muss es sein. Guck mal, jetzt sieht's richtig geil aus. Aber mach dir mal das Gesicht ein bisschen sauber. Kapstadt. Es war unheimlich kalt. Keine Montage, ne? Es war das Kälteste, was ich hier erlebt habe. Okay, also wir machen mal drei Techniken, die jeder nachmachen kann. Meine Lieblingstechnik von Anfang an, Tag 1, war ja im Prinzip die Füllmethode weiches Licht. Ne? Das war ja so mein Steckenpferd. Und angefangen hat es damit, dass ich mir einfach eine Einstellungsebene Farbtonsättigung genommen habe und habe die auf weiches Licht gesetzt. So, das ist schon mal ein grundlegender Effekt. Die Kontraste werden im Bild verstärkt. Aber da kann man natürlich noch weitergehen und man kann auch sehr gut das mit einem Farblook verbinden, wenn man hier auf Färben klickt. Ja, und dann hat man nicht nur eine Kontraststeigerung, sondern kann auch hier mit dem Farbton einen geilen Farblook reinbringen. Was mega einfach ist, also Kontrast und Farblook zugleich. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal so einen epischen Braunton nehme, da kann ich hier noch ein bisschen die Helligkeit steuern und damit eben noch die Sättigung, dann haben wir schon mal so den ersten Effekt. Und wie gesagt, es geht auch kühler, das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen Geschmackssache. Also das schon mal das Erste, die Kombination weiches Licht mit Farblook. So, können wir hier die Deckkraft vielleicht noch ein bisschen anpassen. Machen wir das mal so in die Richtung. Erster Tipp. Nummer eins. Zweiter Tipp. Der passt jetzt vielleicht für dieses Bild nicht ganz so geil, aber der Effekt ist halt cool. Und zwar, wenn du eine leere Ebene nimmst und die mit Schwarz füllst und da dann den Filter, den muss ich jetzt erstmal suchen, weil ich erkläre euch gleich, ich habe mir davon ein Preset angelegt. Wenn du den Filter Kunststofffolie auf eine leere schwarze Ebene anwendest, bitte fragt mich nicht warum, gibt es einen Stern, also so eine Reflexion, einen Stern, wie auch immer. Und wenn du dann diese Ebene auf negativ multiplizieren setzt, wird ja immer schwarz unsichtbar und das Helle bleibt.
Und so kannst du dir dann hier verschiedene Reflexionen ins Bild bringen. Wenn du jetzt zum Beispiel aus dem Wasser gegangen wärst mit einer deiner teuren Uhren da, dann hätte man die Uhr schön blingi-blingi machen können, ja? So, also das ist so ein geiler Reflexion. Machen wir da oben jetzt mal, da ist noch so ein bisschen Licht drin zum Beispiel. Übrigens, ihr könnt alles dann, was hier im Bild ist, als Ebene in eure Bibliothek ziehen. Da habe ich jetzt zum Beispiel hier meinen Flair drin, den habe ich mir einmal abgespeichert und dann könnte ich mir diese Flares reihenweise ins Bild ziehen und kann sie dann nur noch auf negativ multiplizieren setzen, falls ich da hinten jetzt noch irgendwo eine Reflexion will oder wie auch immer. So, Tipp Nummer 2, schwarze leere Ebene und Kunststofffolie. Funktioniert einfach. So, Tipp Nummer 3, der ist jetzt vielleicht für viele Profis ein bisschen fortgeschritten, aber das war einfach ein Killer-Ding schon damals seit Tag 1, und zwar das selektive Schärfen. Es gibt einen Shortcut, den sollte man sich merken, Shift-Alt-Command-E, Shift-Alt-Steuerung-E für alle PC-User, die ganzen Ebenen werden zusammengefasst und ich habe das immer so gemacht, ich liebe den Unscharf-Maskieren-Filter, ich habe noch nie einen anderen genutzt zum Schärfen. Und meine Strategie war immer die, die Bereiche selektiv zu schärfen. Weil jeder Bildteil ist ja anders da aufgebaut von der Struktur. Und ich habe nie verstanden, warum Menschen immer das ganze Bild schärfen. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Hose betonen willst, dann würde ich jetzt zum Beispiel, man nennt das das Local Contrast Enhancement, also das kontrastreiche Schärfen, niedrige Stärke, hoher Radius, zum Beispiel jetzt für die Hose. Ich wende es aufs ganze Bild an, lege mir dann mit gedrückter Alt-Taste eine schwarze Maske an und mal jetzt zum Beispiel diesen Effekt nur auf der Hose hier zurück. So, da brauche ich eben eine kontrastreichere Schärfe, zum Beispiel auf den Klamotten. Wieder Shift-Alt-Command-E, die Ebene drunter können wir löschen. Jetzt möchte ich, achso, weil ich runter reduziert habe, gell? Wer löscht denn Ebenen? Ich weiß, das ist uncool. Immer nicht destruktiv, Smart-Objekte, die Datei wird größer. Da kann man auch mal sagen, scheiß drauf. Ja. So, jetzt mache ich mir wieder ein Duplikat und schärfe jetzt zum Beispiel dein Gesicht wieder anders. Weil dein Gesicht ist keine Hose, sind wir uns einig, ne? Daher vielleicht mal ein bisschen niedriger Radius, ein bisschen höherer Stärke. So, vielleicht noch ein bisschen niedriger Radius. Also da muss man halt einfach gucken, wie es einem gefällt. Ganze Ebene ausblenden. Und dann nur im Gesicht wieder diesen Look zurückmalen. Oder ein bisschen an den Armen und so weiter. Und ich reduziere wieder runter. So, und wenn wir jetzt mal schauen, nur diese letzte Ebene mit dem Schärfen. Hose kommt geil, Gesicht ist, kommt eh geil bei dir, aber ist jetzt nicht so kontrastreich geschärft, sondern ein bisschen mehr mit Feinheit drin. Und das kann ich mit jedem Element machen, mit den Felsen und so weiter. Gucken wir uns nochmal einen Vor-Nachher-Vergleich an. So, vorher, nachher, vorher, nachher. Haha, jetzt kommen aber manche und sagen, aber Kelvin, jetzt kann ich ja mit dieser Einstellungsebene nicht mehr arbeiten, weil ich oben zusammengefasst habe. Ja, so ist es halt bei dieser Schärfungstechnik. Deswegen vorher sicher sein mit dem Farbblock und es muss nicht immer alles nicht destruktiv sein. Gerade für die Anfänger, lasst euch da nicht quälen, wenn die Coaches sagen, nee, du musst immer alles ändern können. Das ist gut. Aber diese letzte Ebene ist so für dieses Feintuning und die habe ich immer 20-80 genannt. Das heißt, die letzten 20%, die letzten Feinheiten kosten oft 80% der Zeit und hier entsteht dann auch oftmals so ein bisschen dein Look, der ist künstlerisch. So, da haben wir hier die Schärfe. Dann habe ich hier vielleicht auch nochmal ein bisschen was reduziert, Fehler gefunden und das waren meine 3 Tipps. Also, was hatten wir nochmal gehabt? Krasser Farblook mit Kontrast, weiches Licht. Genau. Flair. Dann der Flair, der super einfach ist. Und am Ende einfach selektives Schärfen für verschiedene Bereiche. Klamotten sind anders wie ein Gesicht. Eine Wand ist anders wie Klamotten. Guckt einfach, wie die Strukturen besser rauskommen. Findet eure Einstellung und schärft selektiv. Finde ich gut. Und wir hoffen natürlich, dass du das auch gut fandest. Wenn du es gut fandest, Daumen nach oben. Und kommentieren, dass wir vielleicht sowas mal öfter machen. Vielleicht hat er ja noch mehr Tricks als 3. Ja, ich mache gerne mal wieder Photoshop-Videos. Ich mache ja selber auf meinem Kanal nicht mehr viel und dann mache ich es einfach mal vielleicht. Wo es aber auch tolle Sachen gibt. Verlinke ich unten drunter und ihr kommentiert, wenn ihr mehr sehen wollt. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis bald.